Die Türkei ist ein großes, weites Land und die Fahrstrecke von Nevşehir an die ägäische Küste nach Kusadase, genauer nach Ephesus, ist dementsprechend lang. Doch das nehmen wir gerne auf uns, denn es ist für uns eine Reise in die Vergangenheit. Gut aufgehoben sind wir in dem modernen Car mit einem verlässlichen, verantwortungsvoll steuernden Chauffeur, der stets ein freundliches Lächeln hat. Betreut von einer türkischen, äußerst aufgeschlossenen Frau, die sehr gut Deutsch spricht. Unser Reiseleiter Christian Ruttishauser von der jesuitischen Bildungsstätte La Salhaus führt uns durch die Geschichte des Christentums in der Türkei. Immer wieder versammelt er uns zu einem bestimmten Thema, einer Mischung aus Geschichte und Religion. Und als Priester lässt er es sich nicht nehmen, mit uns auch immer wieder einen Gottesdienst zu feiern. Und dazu reicht auch eine einfache Felsenkapelle. Angefangen haben wir in Kappadokien, wo wir schwerpunktmäßig das eindrückliche Mönchstal von Göreme besucht haben. Und die zweite Station war Antiochia ad Pisidium, heute Yalvaç. Es ist eine wenig bekannte römische archäologische Stätte. In diesem zweiten Teil des Doc-Filmes geht es, wie schon auch im ersten Teil, nicht in erster Linie um eine klassische Reiseberichterstattung, sondern um eine Vertiefung dessen, was wir gesehen haben. Wie zum Beispiel in Antiochia ad Pisidium. Wer hätte gedacht, dass diese Tempelruine einst so prachtvoll ausgesehen hat? Unsere nächste Station ist Hierapolis, eine einst ebenfalls wie Antiochia ad Pisidium glanzvolle Stadt, die Stadt des Tempels. Ich nehme dich gerne mit auf die Tour durch die Stadt. Du hast doch sicher Zeit dazu. Nehmen wir an, ein römischer Bürger mache eine Reise in das Hinterland der ägäischen Küste in Kleinasien. Sein Tagesziel sei Hierapolis, nachdem er die letzte Nacht in Tripolis verbracht hat. Wir befinden uns in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Christus. Bevor er das Stadtzentrum erreicht, war das erste, was er etwa einen Kilometer lang sah, eine Ansammlung von kleinen, steinernen Gebäuden auf beiden Seiten des schnurgeraden Weges. Sie erhoben sich ungeordnet, ohne Plan, und sie waren nicht über eigene Wege erreichbar. Die zerstreute Siedlung befand sich in unebenem Gelände, ein bisschen ansteigend. Die Steinbauten waren da, ohne Fenster, ohne Licht, wenn der Besucher im Dunkeln anreiste. Ohne Bewohner auch, die ein- und ausgingen. Alles lag immer da in der Totenstille. Wer nach Hierapolis reiste, musste als erstes durch eine Stadt der Toten gehen, durch eine ausgedehnte Nekropolis. Diese Stadt, genau genommen dieser Stadtteil, lag außerhalb der Stadtmauer. Jedes Gebäude beherbergte einen oder mehrere Toten. Es waren meist prachtvolle Grabstätten, vielfach mit Sarkophagen aus Marmor, die im Inneren oder auf dem Dach standen. Wer hier begraben war, hatte zu Lebzeiten über Reichtum verfügt, und vielfach bezeugten ihre Grabinschriften, was die Toten vor ihrem Ableben geleistet hatten.
zum Beispiel Marcus Aurelius Ammianus. Im Giebelfeld seines Sarkophags ließ er ein Relief in den Stein einmeißeln. Es zeigte seine großartige technische Erfindung, eine vom Wasser angetriebene Doppelsteinsäge. Der Text seiner Inschrift lässt immer noch erahnen, mit welchem Stolz ihn seine Erfindung und sein Beruf erfüllt haben mussten. Verglich er sich doch mit Daedalus, der es gewagt hatte, mit Hilfe von Flügeln zu fliegen. So lautete die Grabinschrift aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. M. Aurelius Ammianus, Bürger von Hierapolis, geschickt wie Daedalus bei der Herstellung einer sich wie ein Rad drehenden Maschine, schuf diese mit dem Geschick des Daedalus. Und jetzt werde ich in diesem Sarkophag für immer ruhen. Wie diese wassergetriebene Maschine ausgesehen haben könnte, haben Zeichner versucht darzustellen. Es muss jedenfalls eine riesige Maschine gewesen sein. Zu den Auftraggebern des Herrn Ammianus hatte sicher auch Aelius Apollonius gehört, dessen Grabmal aus riesigen Steinquadern besteht. Da hatten auch kampferprobte Gladiatoren gelegen oder der Besitzer einer Schweineherde. Angesehene Griechen und Römer hatten sich in Sarkophagen bestatten lassen, die mit kunstvollen Reliefen reich verziert waren und ihren gesellschaftlichen Status nur erahnen ließen, da Inschriften fehlen, vielfach zumindest, wie dieser sitzende Edelmann umstillt von stehenden Dienern. Es gab aber auch Strafstätten, die nicht in Häuserform errichtet worden waren, sondern die Besitzer ließen sich in Hügeln für die Ewigkeit einschließen. Aber ihre Leichen lagen nicht einfach in der Erde, sondern unter diesen Hügeln in eingemauerten Kammern. Und schließlich gab es auch Sarkophage, die nicht in Häusern oder unter Erdhügeln abgelegt worden waren, sondern in einfache Felskammern geschoben wurden. Diese Stadtteile der Toten haben praktisch das von Lebenden bewohnte Hierapolis umschlossen, und zwar im Westen, Norden und Osten. Wo in einer modernen Stadt am Abhang die Quartiere der Reichen wären, lagen damals die Toten. Wie man leicht anhand dieser grafischen Karten erkennen kann, war die nördliche Nekropolis, durch welche die Hauptzufahrtsstraße führte, die größte von allen. Dies hat damit zu tun, dass der Hauptzugang zu Hierapolis von Norden kam. Hierapolis hatte im griechischen und römischen Straßensystem in Kleinasien keine Bedeutung. Es war keine Handelsstadt, lag an keinem wichtigen Verkehrsweg und war noch weniger ein Verkehrsknotenpunkt. Auch militärisch hatte die Stadt keine wichtige Funktion. Im Gegenteil, wer nach Hierapolis reiste, musste einen Umweg machen. Man sieht schon in der römischen Tabula Peutingeriana, einer berühmten Tafel, welche das gesamte römische Straßensystem in einem riesigen Band erfasst, dass Hierapolis nichts anderes als eine Sackgasse war. Und trotzdem war Hierapolis eine sehr bedeutende, zuerst griechische, dann römische Stadt, genauso wie Antiochia ad Pisidium, eine Stadt, die ich im ersten Teil dieses Reiseberichtes geschildert habe. Ihren Reichtum und damit ihren Aufstieg verdankte die Stadt hauptsächlich drei Faktoren: ihrem natürlichen Reichtum und der Verehrung der griechisch-römischen Götterwelt. Hierapolis liegt auf einer Art Balkon oder einer Terrasse, die sich am Südhang des Gebirges befindet. Dieser Balkon ist ein natürliches Plateau, welches sich an den Berghang anlehnt bzw. ihm angewachsen ist. Nicht höher als 160 Meter über dem Talgrund und nicht größer als 600 Meter in der Breite und 2,7 Kilometer in der Länge. Es ist aber kein gewöhnliches Plateau, welches mit normalen, felsigen und bewachsenen Abhängen in das Lykostal abfällt, sondern die Abhänge bilden ein schneeweißes Labyrinth von Terrassen, sogenannten Traversinen, die abgestuft und ineinander geschoben sind. Dazu kommen Wasserbecken, Bäche, Wasserfälle und sogar Stalaktiten und Stalagmiten.
Dieses faszinierende Naturschauspiel ist das Resultat einer Quelle, welche sich ebenfalls am Südhang dieses Gebirges, genannt Kökeles-Gebirges, nur etwas westlich von Hierapolis und etwas höher befand und die aus einer Höhle sprudelte. Das Wasser war auf 35 Grad und höher erhitzt, deshalb dampfte es und es enthielt auch Mikrobestandteile, vor allem Kalk und Gas, nämlich Kohlendioxid. Während das Wasser sich den Abhang hinunterbahnte, entwich das Gas und der Kalk lagerte sich ab und bildete in einem Zeitraum, den einige auf 400.000 Jahre und andere auf 14.000 Jahre schätzen, dieses Plateau. Mit der Zeit verlor der abgelagerte Kalk seine prächtige blütenweiße Farbe und formte sich zu diesem riesigen Vorsprung. Irgendwann versiegte dann aber diese höher gelegene Quelle, weil die dazugehörige Höhle in sich zusammenstürzte. Das führte nicht zum Versiegen der Quelle, sondern nur dazu, dass sich diese verlagerte und nun, das heißt seither, auf dem Rand des Plateaus das dampfende Wasser ausstößt. Da immer noch das gleich erhitzte und mit Kohlendioxid und Kalk gesättigte Wasser austritt, ist das Plateau teilweise, vor allem am Abhang, immer noch schneeweiß und wächst an weiter in die Breite und Länge. Damals wie heute war und ist Hierapolis ein Kurort oder wie man heute sagt ein Spa-Ort. Nicht nur das heiße Wasser zog die Menschen hierher, sondern auch die heilende Kraft der Mineralien für allerlei Beschwerden wie zum Beispiel Bluthochdruck, Kreislaufprobleme, Rheumatismus, Hautprobleme, körperliche und psychische Erschöpfung. Und wie gesagt, das Plateau stellt seit jeher ein weltweit einmaliges Naturschauspiel dar, so dass die UNESCO dieses zusammen mit der antiken Stadt Hierapolis 1988 zum Weltkulturerbe erhoben hat. Die moderne Türkei gab dem Plateau den Namen Pamukkale, was übersetzt das Baumwollschloss heißt. Die Abhänge erinnern von weitem gesehen an vollreife geöffnete Baumwollkapseln mit ihren buschigen schneeweißen Fasern. Und hier wurde tatsächlich die Baumwolle gezüchtet, getrocknet und gefärbt. Dass in der griechischen und römischen Zeit diese Totenstädte entstanden, ist wohl dem Spa-Charakter des Ortes zu verdanken. Was aber wohl schöner als den Lebensabend in Hierapolis zu verbringen, vor allem wenn man noch krank war, und sich hier dann auch begraben zu lassen. Und wenn man reich war. Und damit kommt ein weiterer Naturschatz ins Spiel, nämlich Marmor. Obwohl ihn hier in der Nekropolis wie auch im bewohnten Teil von Hierapolis wurde Marmor in großem Stil eingesetzt. Sei es für die Sarkophage, vielfach mit Reliefs reich verziert, sei es für Säulengänge und dergleichen. Dazu gehört die heute vollständig rekonstruierte Bühnenfassade des Amphitheaters von Hierapolis. Und Marmor musste nicht von weit hergeholt werden. Wie diese Karte zeigt, gab es zahlreiche Marmorabbaustellen in der Nähe. Auf der Karte werden sie als rote Punkte dargestellt. Neben den Naturschätzen des heißen mineralhaltigen Wassers, welches neben dem Sparvergnügen die Landschaft in eine einzigartige weiße Pracht, vergleichbar mit eben dem prächtigen Baumwollschloss verwandelt, spielte die Religion der Bewohner des Plateaus und unter anderem der Griechen und der Römer eine wichtige Rolle für die Bedeutung von Hierapolis. Der Reisende, der sein Tagesziel erreicht hatte, wusste nämlich, als er das letzte Grabmal vor sich sah, dass Hierapolis nicht nur die Stadt der Toten war, deren Leichen oder Knochen in Sarkophagen lagen. Die Stadt hatte mit der Welt der Toten noch mehr am Hut, als sich in den riesigen Gräberfeldern offenbarte. Doch dazu später. Einst hatte dieser Ort nämlich nur der Tempel, auf Griechisch Hieros geheißen. Dann, nachdem die Griechen im 3. Jahrhundert vor Christus zu den Herrschern dieses Tempelortes geworden waren, hatten sie daraus eine Stadt, auf Griechisch eine Polis gemacht, ihr Hieropolis, zu Deutsch ihre Tempelstadt.
Die Griechen verwandelten den Ort in eine quadratisch angeordnete Stadt nach den Ideen des großen Stadtarchitekten Hippodamos von Milet. Die Straßen wurden wie ein Gitter angelegt, mit einer säulengesäumten Hauptader und einem zentralen Marktplatz, der sogenannten Agora. Hippodamos gilt auch heute immer noch als Vater der europäischen Stadtplanung. Man ist sich in der Geschichtsforschung nicht einig, welcher Herrscher genau diese Neuorganisation des Tempelortes befohlen hatte. Die einen tippen auf Antiochos III., genannt der Große, der lange das Reich der Seleuziden regiert hatte, nämlich 36 Jahre lang von 223 bis 187 vor Christus. Sein riesiges Reich, das er vom heutigen Syrien aus regierte, wurde ihm im Westen aber von der ebenfalls griechischen Dynastie der Attaliden streitig gemacht. Im Jahre 188 gewann Rom, unterstützt von eben diesen Attaliden, gegen die Seleukiden den Krieg. Weil damals Eumenes II., der attalidische König mit Sitz in Pergamon war und seine Büste in Hierapolis stand, neigt das Gros der Historiker eher zu Eumenes II. Als Begründer der Stadt Hierapolis. Für Antiochos spricht auf der einen Seite eine Steintafel, die in der Stadt im Amphitheater gefunden wurde. Auf ihr sind alle griechischen Dynastien, welche über Hierapolis geherrscht hatten, der Reihe nach aufgeführt, nämlich in Englisch die Seleukid, die Seleukis, Antiochis, Laodikis, Eumenes, Attalis, Stratonikis und Apollonias. Die Seleuziden, wozu Antiochos III. Gehörte, wird dort als erste Herrscherfamilie genannt und Antiochos war ein langjähriger Herrscher, wie bereits gesagt. Gemäß den Gesetzen der Logik müssen meines Erachtens die Seleuziden als Begründer des griechischen Charakters dieser einzigartigen Platos betrachtet werden. Kurz vor dem Stadttor erblickt der Reisende plötzlich ein großes, sogar imposantes Gebäude am linken Wegrand. Dort drinnen befinden sich die Thermen, die heißen Bäder. Rechts und links davon Gärten innerhalb der Mauern. Hier noch im Reich der Toten hatte er die erste Möglichkeit, sich zu waschen und sich von den Strapazen der Reise zu erholen. Erhalten geblieben ist heute nur noch der Kern des einst überdachten Bäderkomplexes. Drei Säulen mit zwei verbindenden Bogen und sind praktisch die einzigen Überreste, die noch andeuten, was einst hier gestanden hat. Doch, wie wir sehen werden, diese Reste sind jene der sogenannten Bäderkirche, zu der die Thermen von den Christen umgebaut worden sind. Von den Thermen der Totenstadt sind es nur noch wenige Schritte zum prachtvollen Stadttor. Und hier endet die Stadt der Toten und jene der Lebenden beginnt. An dieser Trennlinie steht die letzte Behausung, welche Toten die ewige Ruhestätte bietet. Flavius Xeuxis hatte hier nicht nur eine Grabstätte für sich und seine Söhne errichten lassen. Schon die Tatsache, dass sie genau auf der Trennungslinie zwischen den Toten und den Lebenden zu stehen kam, und auch durch die Inschrift, dass hier das Grab für ihn und seine Söhne sei, wollte er zum Ausdruck bringen, dass er zu einer bedeutenden Familie gehörte. Er sei denn auch insgesamt 72 Mal in seinem Leben nach Italien gesegelt, um dort seine Waren zu verkaufen. Er vergaß auch den Hinweis nicht, er sei dabei um Kap Malea gesegelt. Kap Malea ist die zweitsüdlichste Spitze des griechischen Peloponnes. Und dort stand nicht nur einer der größten Leuchttürme der Antike, sondern Odysseus hatte da selbst Schiffbruch erlitten. Als unser Römer auf Reisen sich dem Stadttor nähert, pocht sein Herz höher. Er hatte vom Hörensagen mitbekommen, dass in dieser Gegend schwere Erdbeben stattgefunden hatten, welche unter anderem Hierapolis schwer getroffen haben. In der Tat,
Vor allem das Erdbeben von 17 nach Christus hatte die griechische Stadt Hierapolis fast dem Erdboden gleichgemacht. Nicht nur Hierapolis, sondern noch 10 weitere Städte, unter anderem Ephesus, eine antike Stadt, die wir auch besuchen werden. Zum Glück hat unser Reisender jenes Unglück nicht selbst miterlebt, welches der römische Universalgelehrte Plinius der Ältere als das heftigste seit Menschengedenken beschrieb. Es war in einer Nacht über Land und Leute hereingebrochen. Dass hier Erdbeben stattfinden, ist nicht nur erstaunlich. Das heiße, dampfende Wasser ist die angenehme Kehrseite dieses Naturphänomens, welches sich in einer Zone abspielt, wo gewaltige Erdplatten aneinander reiben. Hierapolis hat sich von diesem Schicksalsschlag erholt, was sich als erstes am nördlichen Stadttor zeigt. Es heißt Frontinus Tor. Den Namen hat der wunderbare, sich über drei Bogen schwingende Stadteingang von Sextus Severius Frontinus bekommen. Dieser war ein bedeutender Militärführer und Stratege, Konsul, Senator und Ingenieur gewesen. Unter anderem hatte er ein bahnbrechendes Lehrbuch über das römische Wassersystem, unter anderem die Aquädukte, und eines über die Militärstrategie verfasst. Das letztere heißt Strategemata. Entscheidend für die Ehrung mit dem Tor waren aber wohl dessen Verdienste um das römische Trinkwassersystem. Sein Buch De Aquis Urbis Rome über das Wasser der Stadt Rom war wegweisend. Als Prokonsul in den 80er Jahren nach Christus der Provinz Asia hatte er sich um den Wiederaufbau von Hierapolis gekümmert. Damals lebte der letzte Kaiser der Dynastie der Flavier, Domitian. Diese Dynastie hatte sich für den Wiederaufbau von Hierapolis engagiert, wohl auch deshalb, weil zur Zeit des ersten flavischen Kaisers Vespasian der Vulkanausbruch des Vesuv 17 nach Christus sich ereignet hatte. Und man in dieser Familie wohl wusste, was eine Naturkatastrophe bedeutet. Zudem war Kleinasien für das Römische Reich zentral. Dass dieses nördliche Stadttor nach Sextus Severius Frontinus benannt wurde, wissen wir von einer Inschrift, welche an der Südseite des Tores in Lateinisch angebracht war. Dort stand: An Caesar Augustinus Germanicus Pontifex Maximus, zum vierten Mal ausgestattet mit der Steuererhebungsmacht, 12-mal Konsul, Pater Patriae. Sextus Severius Frontinus hat dieses Tor mit den Türmen errichtet. Im ersten Teil, wo die Rede unter anderem vom Caesar Augustinus Germanicus ist, ist Kaiser Domitian gemeint. Mit dem Beinamen Germanicus wird an seine militärischen Operationen in Germanien erinnert. Diese Inschrift nennt Frontinus also bloß als den Erbauer. Wenn man den Text aber genau liest, wird das Tor allerdings dem Kaiser gewidmet. Es wird deshalb heute abwechselnd als das Domitian- oder Frontinus-Tor genannt. Bleiben wir bei Frontinus und seiner Wasserbau-Ingenieurkunst. Von ihm gibt es kein Grabmal und keine Statue. Aber er beflügelt noch heute die Wasserbau-Ingenieure, was sich unter anderem daran zeigt, dass es in Deutschland eine Frontinus-Gesellschaft gibt mit eigener Website und Facebook-Seite. Zudem haben Zeichner versucht, ihn zu porträtieren. Kehren wir zurück zu unserem Reisenden. Durch das Tor gelangt er in das Zentrum der römischen Stadt. Und gleich links befindet sich ein großes, hohes Gebäude,
welches nur zwei Säulenreihen und ein Dach hat, aber keine eigenen Wände. Die eine Wand gehört zur Mauer der Agora des Marktplatzes. Drinnen ziehen sich zwei lange, steinerne Sitzbänke dahin, unter denen kleine Bäche durchfließen. Die Sitzfläche ist durchsetzt mit regelmäßigen Löchern. So sieht die öffentliche Toilette in Hierapolis aus, praktischerweise gleich beim Eingang zur Stadt. Die Tatsache, dass die wegfließende Kloake in ein Röhrensystem unter der Hauptstraße der Frontier Street abgeleitet wird, ist ein anderes Meisterstück der römischen Wassertechnik. Die Hierapolis-Latrinen sind wohl eine der schönsten und größten, die uns vom Römischen Reich her erhalten geblieben sind. Wenn man die Latrinen durch den Hinterausgang verlässt, gelangt man wieder auf die Frontinusstraße. Und auch diese römische Shoppingmeile trägt den Namen des Wasserbauingenieurs Frontinus. Und wenige Meter von diesem Ausgang entfernt steht man vor den Resten eines weiteren Gesamtbauwerkes, so wie gerade unser Reiseleiter Christian Ruttishauser. Dass es sich um ein Gesamtbauwerk handeln muss, sieht man, egal ob man in der Frontinusstraße spazieren geht oder ob man es aus der Vogelschau betrachtet. Es ist eine schmale, langgezogene bauliche Einheit. Die hintere Längsseite ist von einer niedrigen Mauer begrenzt. Auf jeder schmalen Seite türmt sich eine unfertige Schicht aus massiven Steinquadern in die Höhe und die straßenseitige Längsseite weist niedrige Mauerreste auf. Ins Auge sticht, dass einige davon auf halbkreisförmigen, niedrigen Rändern stehen. Für den Betrachter ist alles, was er auf den 65 Metern sieht, ein bauliches Rätsel. Doch wer genau hinschaut, bekommt jedoch einen Hinweis, um was es da einst gegangen ist. Aus der langen Seitenmauer ragt nämlich ein Rohr ganz wenig hervor. Aha, ein Zeichen, dass es hier um Wasser geht. In der Tat, dieses kam vom massiven Wasserschloss, dem Castello Marque, das am Berghang außerhalb der Stadt steht. In den Resten sieht man noch ein gleiches, senkrecht verlaufenes Rohr. In dieses Reservoir floss nämlich das Quellwasser und wurde von dort in einer Pfeilverteilung unter anderem hierher geleitet. Kehren wir zurück zu unserem römischen Reisenden. Staunend steht der mitten in der Frontinusstraße vor einem gewaltigen Brunnen von vollendeter Schönheit, dem Triton Nymphäum. Die hintere Wand weist drei schmale Säulengänge auf, dazwischen ein Band aus Steinreliefs. Alles sieht aus wie eine Theaterkulisse. Das riesige Wasserbecken aus Marmor lade zum Bade. Aber dort sich zu waschen getraut sich dem Neuankömmling nicht. Aber sofort stillt er den Durst mit dem Wasser aus den zahlreichen kleinen Estraden, den halbrunden Becken. Und hier kann er sich auch den Staub und den Schweiß von der Reise wegwaschen. Und sieht, wird ihm bewusst, dass er hier in einer Stadt der Götter angekommen ist. Doch der Brunnen ist nicht ihm geweiht. Das Bauwerk, das rund um die Uhr wie ein Wassertheater anmutet, ist nämlich kein Tempel. Apollo wacht wohl bloß über Triton, den Gott des Meeres, dem der Brunnen gewidmet ist. Bald erspäht der Reisende ihn inmitten des Wassergeplätschers seitlich, halb aufrecht auf einem Liegesitz. Der untere Körperteil besteht aus drei fischartigen Teilen. Da starrt er auf zwei Schwanzflossen und einen zusammengeringelten unteren Teil. Der obere menschliche Körper gehört einem flötenspielenden Jüngling.
Tritone sind heute noch beliebte Mischformen, halb Mensch, halb Fisch. Als der Reisende staunend eine Frau sieht, die reitend auf einem Pferd in eine Gruppe Männer prescht, in der linken Hand ein Schild, in der rechten ein spitzes Eisengerät, mit siegestolzem Blick zurück, da wird ihm auch bewusst, dass hier Griechen und Römer zusammenleben. Denn Bilder mit Amazoninnen erinnern ihn an den Kampf gegen die Griechen. Manchmal verwirrt es ihn auch, dass die Griechen die Stadt Hieropolis nennen, die Römer dagegen Hierapolis. Das A kommt den Römern leichter von den Lippen, ist ihnen irgendwie lebendiger, ja sogar sexier als dieses schwere O. Manche denken dabei an Hiera, die amazonenhaft kämpfende Ehefrau von Telephus, dessen Ferse von Achilles mit einem Speer verletzt worden ist. Unwillkürlich schweift der Blick des Reisenden nochmals zur kämpfenden Amazone. Ja, vielleicht ist es jedoch Hiera. Dass Sex hier eine Rolle spielt, schließt der Reisende auch aus dem nackten Knaben, der ein Tier mit Hörnern fangen will. Der Reliefausschnitt hat etwas Erotisches in sich. Da sich links vom Triton-Nymphäum gleich der Eingang zum großen Marktplatz, der Agora, befindet, überlegt sich der Reisende, ob er dort noch etwas einkaufen soll. Sicherlich ist die Warenauswahl unter den Säulen bestandenen Lauben riesig. Doch seine Ungeduld, in dieser Stadt der Tempel die Welt der Götter kennenzulernen, ist zu groß, sodass er die Frontino Street weitergeht. Die Agora war ein riesiger Platz, der sich vom Triton-Nymphäum ausgesehen bis hinter das Frontinus-Tor erstreckt hat. Heute ist davon fast nichts mehr übrig geblieben. Am besten erhalten, wenn man das sagen kann, hat sich die sogenannte Stoa-Basilika. Es war eine prachtvolle 20 Meter hohe Säulengalerie, griechisch Stoa, zu der eine 5 Meter hohe Treppe führte und welche sich über die ganze nördliche Platzbreite erstreckte. Die Säulen in der ersten unteren Reihe waren aus weißem Marmor, die oberen Pfeiler aus anderem gefärbten Bruchgestein. Das dreibogige Zentrum wurde durch zwei quadratische Vorbauten erweitert, welche das Hauptgewölbe flankierten. Die Stoa-Basilika diente dem imperialen Kult. Basilika in der vorchristlichen Zeit war ein kaiserlicher Kultort. Die Menschen schauten auf den Stufen sitzend den Festlichkeiten zu. Gut gelaunt stürzt sich der Reisende, nun frisch gewaschen und nicht mehr durstig, auf die Suche nach der Welt der Götter. Dazu ist er ja hierher nach Hierapolis, genau in die Frontinusstraße gekommen. Doch als er die zwei Passanten, die schon lange miteinander klatschen, nach Pluto fragt, schauen sie ihn erschrocken an, halten gleichzeitig die Zeigefinger vor den Mund und raunen: Fremder, den Namen des Gottes der Unterwelt darfst du nie laut aussprechen. Er könnte dich hören: Oh, oh weh dir, wenn dir das passiert. Auch den Reisenden packt das Nachtentsetzen. Warum ist er nicht früher darauf gekommen, dass er hier regiert Pluto, der Gott der Unterwelt, wo doch vor dem Stadttor so viele Toten liegen? Der Hund, die Hunde, der dreiköpfige Hund, der Cerberus. Die Bilder des Untergottes verfolgen den Reisenden. Hier ist er also in dieser Stadt Pluto, der die Unterwelt beherrscht, während sein Bruder Jupiter Herr des Universums und Poseidon Herr des Meeres ist. Jede Ader zieht den Reisenden zu dem Tor zur Unterwelt. Er geht rasch, denn er fühlt sich vom dreiköpfigen Cerberus verfolgt. Dann, als er vor der Statue des Pluto steht, wird er jäh aus seinem Albtraum herausgerissen. Hey du, gottgefälliger Fremder, nimm hier diesen jungen Stier als Opfer für Pluto, den Heil deiner Seele.
Schnell bezahlt der Reisende dem Viehhändler mit der auffallend hohen Stimme die geforderten Denare und nimmt in der Tribüne mit guter Sicht auf das Tor zur Hölle Platz. Dann beginnt das Schauspiel. Die Männer zehren die Stiere an Stricken aus ihrem Käfig, während junge Frauen auf ihren Flöten spielen. Eine dampfende Wolke verdüstert den Blick zum Tor in Plutons Welt. Dann kommt das erste Opfertier dort an und sinkt plötzlich, wie von einem Pfeil getroffen, auf den Boden, schrecklich brüllend. Wir wissen deshalb so genau Bescheid über den Opferritus im Plutonium, weil der römische Historiker und Geograph Strabo ausführlich über seinen Besuch im Plutonium von Hierapolis berichtet hat. Strabo hatte von ca. 63 vor Christus bis 24 nach Christus gelebt. In Kleinasien, im heutigen Amasia, im Küstengebiet des Schwarzen Meeres, wo heute seine Statue steht, geboren, sprach er Griechisch. Er hatte die damalige Welt so ziemlich bereist und dann sein monumentales Buch Geographia geschrieben. Von ihm wissen wir, wieso die Priester im Plutonium hohe Stimmen hatten, weil sie Eunuchen waren. Er konnte sich aber nicht erklären, warum die Opfertiere vergiftet wurden, während die Eunuchen in das Tor zur Unterwelt hinein und hinaus gingen. Liegt es daran, dass sie den Atem so lange anhalten können? Oder hat die Genitalverstümmelung sie gar immun gemacht? Oder doch Gott, gemeint wohl Pluto, fragte er sich. Erstaunlich, wie er bereits geografische Karten erstellt hatte, von Europa und von der damals bekannten Welt, die gar noch keine Kugel war. Obwohl Strabo, wie übrigens auch andere, wie der Politiker und Historiker Cassius Dio, vom Hierapolis Plutonium berichtet hatten, dauerte es lange, bis es neu entdeckt wurde. Das geschah erst vor wenigen Jahren, nämlich im Jahre 2012, durch eine italienische Archäologengruppe. Davon später. Das Plutonium befand sich an der Frontinusstraße, wenn man vom Tritonymphäum weiter in Richtung Süden ging. Weil diese Entdeckung relativ neu ist, habe ich dazu keine aktualisierten Karten gefunden, sodass wir uns mit Aufnahmen von Google Earth begnügen. Der offizielle, figürlich angefertigte Stadtplan zeigt das Plutonium noch nicht als eine herausstechende Baukonstruktion, wie man an den gelb eingerahmten Stellen sehen kann. Es gibt aber wenigstens diesen Ausschnitt, welcher den Teil der Stadt zeigt, wo sich das Plutonium befindet, nämlich direkt neben dem Apollo-Komplex und ein wenig weiter entfernt vom Theater. Dasselbe geht aus dieser Luftaufnahme hervor, wobei hier das Theater fehlt. Das Tor zur Unterwelt befand sich in einer relativ schmalen Erdsenke, welche an drei Abhängen mit Tribünen für die Zuschauer des Kults versehen war, genauso wie das Modell es zeigt. An der nordöstlichen Längsseite, auf einer bedeckten Plattform, befand sich eine übergroße, auf einem Thron sitzende Pluto-Statue, welche den ihm zugedachten Kult immer zu beobachten schien, was die Furcht vor diesem Gott noch vergrößert haben durfte. Wie mächtig diese Statue war, kann man aus der Gegenüberstellung der heute im Museum ausgestellten Statue mit einem Menschen sehen. Aus der Erdöffnung, welche das Pluton-Tor ausmachte, strömte das giftige Gas, wie gefundene Tierknochen beweisen. Natürlich waren diese Kadaver der großen Opfertiere weggeräumt worden. Aber Kleintiere wie Vögel, von denen diese Knochen stammen, hatten dort immer wieder Wasser getrunken und waren dabei verendet, auch nachdem der Plutokult aufgegeben worden war.
Als der Reisende das Plutonium atemlos wie er ist wieder verlässt, trifft er nochmals auf den Mann, der ihm das Opfertier verkauft hat. Habt ihr noch andere Götter in dieser Stadt? Fragt er ihn. Ja, Apollo, gleich da drüben, antwortet er wieder mit der hohen Stimme. Also ist er nicht Viehhändler, sondern Priester, geht es dem Reisenden durch den Kopf. Apollo, murmelt der Mann, während er sich die Hände vor die Augen hält. Er braucht einen Moment, um sich von dem Schauspiel im Plutonium zu erholen. Hoffentlich, denkt er, grollt mir Apollo nicht, da ich nicht ihn zuerst besucht habe. Dann öffnet er die Augen. Allein schon der Gedanke an Apollo trifft ihn wie ein Strahl der Sonne. Ja, es ist die Sonne, die ihn blendet. Das Licht, Apollo, der Gott des Lichts. Und jetzt fährt er vom Pantheon, dem höchsten Haus der Götter, hernieder, zu dem Ort, wo er verehrt wird. Krieg. Kampf. Apollo, der Gott des Krieges. Apollo, der Rächer. Apollo, der Gott, der tötet. Dieser zu Pluto, dem Herrscher der Unterwelt, schickt die Toten. Apollo, der Vielseitige, der Verwandlungskünstler, Gott der Künste, Gott des Gesangs, Gott der Dichtung und Gott der Weissagung, der Hellseher in die Zukunft. Apollo, der Sohn des Zeus und der Leto, zu Latein Letona. Er kommt vom Pantheon hinab zum Platz seiner Verehrung, hier in Hierapolis, der Stadt der Götter. Scheu, ja voller Ehrfurcht, betritt der Reisende den Tempelkomplex von Apollo. Er gelangt in einen Innenhof und erblickt zu seiner Überraschung wieder einen großen, reich verzierten Brunnen. Es ist das Nymphäum des Apollo. Er steigt ein paar Stufen hinauf, getraut sich aber nicht aus dem Brunnen zu trinken, obwohl er wieder Durst hat. Dann sieht er ihn, Apollo, als Krieger, wenn auch als freundlicher. Doch schnell verlässt er den umschlossenen Ort wieder. Er hat jetzt genug von den Göttern. Auch fehlt ihm das Geld, um dem Priester eine Weissagung bezahlen. Wer heute den Apollo-Komplex in Hierapolis besucht, sieht leider wenig von der einstigen Pracht und der damit verbundenen städtebaulichen Leistung der Römer. Am besten erhalten bzw. wieder aufgebaut ist das Apollo-Nymphäum. Aber auch da sieht man nur die Mauern auf drei Seiten. Von Säulen und weiteren Verzierungen ist nichts mehr vorhanden. Man kann davon nur träumen. Doch zumindest erlauben die Ruinen, dem Tempelkomplex Konturen zu geben. Hinter dem dominanten Nymphäum befinden sich drei Tempel, die von einer Außenmauer umgeben sind. Wobei das Nymphäum Teil dieser abschließenden Mauer ist. Der Tempel in der Mitte, bezeichnet als B, war der höchstgelegene, flankiert von zwei weiteren Tempeln, die etwas niedriger und vorgelagert errichtet worden waren und welche die Buchstaben A und C haben. Am besten erhalten ist der Tempel A. Man sieht die Plattform, auf welcher er einst gestanden hat. Auch die Treppen sind zu einem beachtlichen Teil rekonstruiert. Zwei Säulen, eine davon
ganz, eine halb sind ebenfalls gefunden und platziert worden. Weitere Säulen liegen noch herum. Und warum die eigentlich nicht platziert sind, ist für mich sehr überraschend. Weniger gut erhalten ist der Tempel C. Da sieht man nur die Treppen und eine einzige unvollständige Säule. Ja, da braucht es für den heutigen Besucher viel Fantasie, darin einen Tempel zu erkennen. Noch weniger, eigentlich gar nichts, ist vom Tempel B übrig geblieben. Der hätte nach den rekonstruierenden Plänen in der Mitte und überhöht liegen und hätte eigentlich der dominierende Teil gewesen sein müssen. Zumal auf gleicher Höhe, neben ihm, der Opferaltar im Plan als Escara auf Italienisch hätte sein sollen. Nachdem wir einen Streifzug zum Plutonion gemacht haben, verwundert es, wenn wir innerhalb des Apollo-Tempel-Komplexes auf diese etwas verwitterte Tafel stoßen, wo wir lesen Plutonium. Sie steht neben einem Annex des Tempels A. Was wirst du sagen, im Tempelkomplex des Apollo, einem Gott, der seinen Platz im Pantheon hat, wird noch ein anderer verehrt, nämlich Pluto, der Gott der Unterwelt? Wie das? Wenn wir diesen Eingang zur Unterwelt genauer betrachten, sehen wir, dass er gar nicht direkt in die Erde führt, wie das beim Plutonium der Fall ist, sondern in eine Kammer. Die halbrunde Öffnung sieht aus wie das Bogenfenster eines Gebäudes. Wie soll in dieser Höhe ein Opfertier tödlich vergiftet worden sein? Und da wir nun wissen, dass um das Tor zu Plutos Unterwelt ein Kult in vielen Zuschauern stattgefunden hat, wo sollen denn die Platz genommen haben? Sind die einfach da auf dem Platz rumgestanden, obwohl sie für die Opfertiere unter Umständen ein Vermögen ausgegeben haben? Dies alles und natürlich die Tatsache, dass sein eigenes Plutonium 2012 entdeckt worden ist, spricht dagegen, dass hier im Apollo-Tempel-Komplex noch ein weiteres Plutonium gewesen ist. Leider ist das bisher kaum zur Kenntnis genommen worden. Auch Wikipedia platziert das Plutonium noch hierher. Aber ganz abgehackt ist das Thema giftiges Gas noch nicht. Es überrascht deshalb nicht, dass an diesem Ort, wo Erdplatten aufeinanderstoßen und eine vulkanische Aktivität im Erdinnern auslösen, nicht nur an einem Ort Gase aus dem Erdboden entweichen. Hier in Hierapolis gibt es einige solcher Stellen. Verantwortlich dafür sind die Bewegungen der Kontinentalplatten viele Kilometer unter der Erdoberfläche. Wenn die Platten aneinander reiben, entsteht Wärme. Es wird so richtig heiß, bis zu 1000 Grad Celsius. Carbonatgestein, das sich in der Nähe befindet, kann dadurch schmelzen. Dabei wird das Gas CO2, das heißt Kohlendioxid, freigesetzt und dieses steigt nach oben. Die Bewegungen haben reichlich Spalten und Risse erzeugt, durch die das CO2 bis zur Erdoberfläche aufsteigen und dort austreten kann. Solche Gase, die sich wie das CO2 durch natürliche Prozesse in der Erde bilden, nennt man auch geogene Gase. Weil dieses Gas schwerer als Luft ist, sammelt es sich in Erdspalten und Löchern. Man kann es weder sehen noch riechen, was es so gefährlich macht. In der Tat gibt es aktuell in Hierapolis, wie gesagt, mehrere solche Stellen, wo das Gas austritt, wobei die Konzentration unterschiedlich ist. Im Bereich des Apollo-Komplexes gibt es deren zwei mit hoher Konzentration, 50% und 60%. Aber auch beim neuen Plutonium gibt es eine Austrittsstelle mit einer wesentlich geringeren Konzentration allerdings. Es ist aber anzunehmen, dass in einem Zeitraum von 2000 Jahren Austrittsstellen und Konzentration verändern können. Das heißt, dass die Konzentrationen im Plutonium im römischen Hierapolis höher waren, wenn es für die Opfertiere ja tödlich wirkte. Heute geht man davon aus,
dass die Dämpfe im Tempelkomplex nicht zu einem Kult um Pluto geführt haben, sondern zum Kult der Weissagung. Wie der Ablauf war, weiß man vom Orakel von Delphi in Griechenland, aber man nimmt an, dass es in Hierapolis ähnlich war. Wer eine Weissagung wünschte, musste ein Opfertier kaufen. Eine Frau, Phytia, repräsentierte Apollo. Sie nahm nach der Schlachtung des Opfertieres nackt ein reinigendes Bad und machte dann in der Nähe des ausströmenden Gases unter Trance ihre Weissagung. Alles spielte sich nach genauen Regeln und sehr feierlich ab. Und so wird es etwa auch in Hierapolis im Apollo-Tempelkomplex gehandhabt worden sein. Die uns bereits bekannte Frontinostraße mit dem Frontinostor gehört zweifellos zu den archäologischen, wunderbaren Schmuckstücken von Hierapolis. Aber der eigentliche Publikumsmagnet und Liebling ist heute das imposante römische Amphitheater, welches am Abhang liegt. Es ist zu einem großen Teil intakt, das heißt wiederhergestellt. Man kann sich auf dieser riesigen Zuschauertribüne mit einer Spannweite von 100 Metern nach Beliebig tummeln, die Höhendifferenz von fast 30 Meter auf den Sitzen, die zugleich die Treppen sind, rauf und runter zurücklegen. Zu oberst, angesichts der steilen Treppen fast auf schwindlicher Höhe, kann man den Rundblick über die ganze einstige Stadt Hierapolis genießen. Leicht erkennt man das Apollo-Nymphäum, welches wir in diesem Film mit unserem römischen Reisenden bereits besucht haben. Das Theater ist wohl so gut erhalten, weil die Sitzflächen direkt in den Abhang gebaut worden sind. Kunstbauten waren auch nötig, aber nur teilweise und auf den Seiten. Neben der Tatsache, dass die Römer imstande waren, so große Theater zu bauen, war das Prunkstück der Orchesterraum, die Bühne und insbesondere der dahinterstehende Bühnenaufbau. Ein derartiges Theater besteht neben der Zuschauertribüne, genannt Cavea, nämlich aus dem abgesenkten Orchesterraum, der eigentlichen Bühne und eben dem Bühnenaufbau. In Hierapolis gibt gerade dieser letztere dem Theater den außerordentlichen Glanz. Heute sind der Orchesterraum und die erste Säulengalerie erhalten bzw. wieder aufgebaut worden. In seinem Endausbau bestand der Bühnenaufbau aber nicht nur aus einer, sondern aus drei übereinander geschichteten Säulengalerien. Die Cavea selbst besteht aus mehreren Sektionen, das heißt enthält 9 Durch- und Seitengänge, die wie Keile den Halbkreis auftrennen und von denen aus die Sitzplätze aufgesucht werden konnten. Die Benennung der Senke zwischen der Cavea und der Bühne als Orchesterraum wird dem Theater von Hierapolis nicht gerecht. Denn nebst den Darbietungen der schönen Künste, Theater und Musik, den Zeremonien zu Ehren des Kaisers und so weiter, fanden dort auch Kampfspiele statt, Menschen gegen Raubtiere oder allgemein Kampftiere und Gladiatorenkämpfe, wie aufgefundene Reliefs zeigen. Hier Beispiele für die Kämpfe gegen die Tiere und hier Reliefs, welche die Gladiatoren zeigen. Weil der Orchesterraum um mehr als 1,5 Meter abgesenkt war, waren die Zuschauer nicht nur vor den Raubtieren geschützt, sondern das Becken konnte auch mit Wasser gefüllt werden und so Darbietungen auf und im Wasser ermöglichen. Zurück zu unserem Römer, dem Reisenden. Die Spannung im Amphitheater ist zum Zerreißen. Er besucht das große Amphitheater,
Durch Beziehungen hat er es geschafft, im Tunnel unter der Bühne in den Orchesterraum zu schauen. Und an diesem Tag im Jahre 179 lohnt sich die Ausgabe. Der römische Kaiser Hadrian ist zu Besuch. Nach den Feierlichkeiten, an welchen ihm die Regierung von Hierapolis eine Krone überreicht hat, schließt sich zu Ehren des Kaisers ein Kampf der Gladiatoren der besonderen Sorte an. Noch ist nur die Vorrunde im Gange, aber bald wird der Star von Hierapolis, der Schwertkämpfer, Gladiator Nicephoros, die Arena betreten, um gegen einen ebenbürtigen Kämpfer anzutreten. Da ist er. Jetzt erblickt ihn auch der Reisende. Er weiß, die Stadtregierung von Hierapolis hat viel in diesen Kampf investiert. Und jetzt, wo der Kaiser persönlich in den vordersten, aus Marmor gefertigten Plätzen sitzt, steht Hierapolis blühender, stolzer als je da. Und all die Musikgänger, die sich in Hierapolis niedergelassen haben, sind anwesend. Das Theater ist bis zu den letzten Plätzen besetzt. Nicephoros hat zwar als Waffe einen Dreispitz, der länger ist als das kurze Schwert des Herausforderers. Aber dieser Vorteil wird wettgemacht, indem er keinen Helm, inklusive Gesichtsschutz, wie sein Gegner hat. Auch verfügt er über kein Schild wie der andere. Dafür ist er beweglicher und hat eine bessere Sicht, als wenn er einen Gesichtsschutz hätte, der die Sicht und damit das Reaktionsvermögen beeinträchtigt. Beide Kämpfer verfügen über einen gleichwertigen Schutz auf einer Körperseite. Des Aufpralls mit der Kante des schweren eisernen Schildes gegen den seitlichen Kopfschuss von Nicephoros hat ihn zwar geschwächt, aber nicht außer Gefecht gesetzt. Doch dann bebohrt sich das spitze Metallschwert im Oberkörper von Nicephoros. Er fällt und stirbt. Ob sich das Ende von Nicephoros so abgespielt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wurde er in der Nekropolis von Hierapolis irgendwann beigesetzt. In Hierapolis bot man den Bürgern jede Art von Top-Unterhaltung, immer vor einer schier unglaublich schönen Kulisse. Das Ensemble von Orchesterraum, Bühne und Bühnenaufbau, insgesamt 4 übereinander gelagerte Säulengänge mit Marmorsäulen, Marmorstatuen und Bänder von Reliefdarstellungen, war immer dort, egal was gerade auf dem Programm stand. Und dazu gehörte auch Apollo, aber nicht als Objekt der Verehrung in erster Linie, sondern er war da gleichsam wie ein Zuschauer, dessen Werdegang auf Erden immer mitgeschaut werden konnte. Das war der sogenannte Apollo-Zyklus im Sockel des ersten Säulenganges. Der Zyklus fängt an mit der Heirat des Vaters Zeus mit Leto. Dann folgt die Geburt von Apollo. Die Darstellung erinnert an Bilder der Geburt von Jesus, weil das Kind am Boden liegt vor einer ihn pflegenden Dienerin.
Wunderschön das Relief, welches den jungen Apollo zeigt, wie er stehend auf einem Streitwagen ein schlangenartiges Riesenwesen angreift. Dann Apollo als Müßiggänger in Anwesenheit einer weiblichen Gestalt. Dieses Bild, weniger gut erhalten, ist etwas unklar, soll aber Athena darstellen, die ein Instrument spielt, dessen aber wegwirft, weil sie unzufrieden ist mit dem Bild ihres Gesichtes, das sich in einem Quellwasser spiegelt. Klar ist diese Geschichte, weil die dunkle Seite von Apollo zum Ausdruck kommt. Ein gewöhnlich Sterblicher wagt es, Apollo zum Musikwettbewerb herauszufordern. Das erträgt der Gott nicht, lässt den Mann verhaften und foltern. Man sagt, es werde ihm die Haut abgezogen. Wie kontrastreich ist doch Apollo, hier als Fürsorglicher, der mit einem Palmzweig die anmutig tanzenden Frauen besprüht, um von ihnen die Pest fernzuhalten. Der Apollo-Zyklus, hier unvollständig wiedergegeben, wie man am ganzen zeichnerisch dargestellten Werk sieht, ist nur eine Bildfolge von anderen an diesem prächtigen Bühnenaufbau. Hierapolis, die Stadt der Tempel. Auch diese Zeit dauerte nicht ewig. Was hier aussieht, als würde unsere Reisegruppe eine Wanderung in einer hügeligen Landschaft unternehmen, trifft die Wirklichkeit nicht ganz. Es ist der Pilgerweg, der vom Stadtzentrum den Berghang hinaufführt zu einem Komplex, der erst im 4. Jahrhundert gebaut worden ist. Es war und ist immer noch ein gut ausgebauter Feldweg. Vom Apollo-Zentrum geht es an den Stadtrand, von dort über eine Brücke und an eine langgezogene Treppe hinauf zur ersten Plattform. Dann noch eine steile, sehr breite Treppe hoch und jetzt ist man am Ziel. Wir befinden uns mitten in den Ruinen des christlichen Sakralbaus, welcher zu Ehren des Apostels Philipp erbaut worden ist. Meine Kamera, welche im Zentrum des Sakralbaus einen Rundblick wiedergibt, lässt nicht im geringsten erahnen, wie es hier im 4. Jahrhundert ausgesehen hat. Aber die Mauerreste laden dazu ein, den Sufi-Tanz zu versuchen. Und zwar inspiriert von den türkischen Meistern, die wir auf dem Weg bewundert haben. Ja, schwindelfrei müsste man sein. Doch hier war nicht die Wirkstätte der Sufis, sondern an dieser Stelle befand sich der Kuppelbau des sogenannten Martyriums, also einer sakralen Gedenkstätte für den Apostel Philipp, der in Hierapolis als Märtyrer zu Tode gequält worden war. Und so hat der Komplex ausgesehen,
Im Zentrum befand sich der achteckige hohe Kuppelbau. Dieser war erweitert um 8 rechteckige Seitenräume, wohl einer Art Kapellen. Und dieses innere Ensemble war wiederum umrahmt, aber entlang geraden rechteckigen Linien von einem Trakt, dessen innerer Teil aus quadratischen Räumen bestand. Und alles wurde abgeschlossen durch einen äußeren Teil, nämlich einen durchgängig begehbaren Säulengang. Während der Kuppelbau mit den Kapellen religiöse Kultusräume waren, dienten die quadratischen Räume den Pilgern als Unterkünfte. Wie einfach ist es doch geometrisch, aus einem Quadrat ein Oktagon zu kreieren. Einfach die Ecken abschneiden und fertig. Und die bauliche Wirkung dieser Verdoppelung der Ecken ist enorm. Welche Schönheit das Philipp-Martyrium von Hierapolis doch gehabt haben muss, kann man noch besser ermessen als an den davon angefertigten Rekonstruktionen, wenn man die drei wohl bedeutendsten, völlig erhaltenen oktagonale Bauwerke besucht, nämlich den Dom von Aachen in Deutschland, das Castel del Monte in Süditalien und den Felsendom in Jerusalem. Während unserer Bildungsreise auf den Spuren der griechisch-römischen, jüdisch-christlichen Kultur in der Türkei hat uns unser Reiseleiter Christian Ruttishauser immer wieder vor sich versammelt und uns von diesen Themen vor allem aus der Perspektive des Christentums erzählt, so wie hier auf der großen Treppe und innerhalb einer wirkmächtigen Kulisse, von der allerdings nicht viele Besucher Notiz nehmen. Unterhalb dieser großen, breiten Treppe hat der Apostel Philipp ein weiteres Denkmal erhalten, nämlich eine Grabeskirche. Unschwer zu erraten, warum, weil seine Grabstätte neben dieser Kirche liegt. Während das Grab ganz erhalten ist, sieht man von der Grabeskirche nicht mehr viel. Nur der Sockel, des Chors und eine Säulenreihe sind zu besichtigen. Aber man kann sich ein Bild davon machen, wie sie einst ausgesehen haben muss. Links von der großen Treppe, die zum Martyrium führt, steht ein Brunnen mit geweihtem Wasser. Schon vorher, nämlich am Anfang der langen Treppe gleich nach dem Stadttor, gab es ein Bad, wo sich der Pilger reinigen konnte. Es war auch ein oktagonaler Bau, was man heute noch deutlich sieht. Noch zu klären ist schlussendlich die Frage, warum wir wissen, dass der Apostel Philipp in Hierapolis war, hier gewaltsam gestorben und begraben worden ist und dass zu seinen Ehren auch noch diese eindrückliche Gedenkstätte für ihn als Märtyrer gebaut worden ist. Hierapolis hat die gedenkartigen Sakralbauten mit Absicht außerhalb der Stadt gebaut, höher als die Stadt, damit es im Lykostal von weitem sichtbar ist. Auch wir können den Blick in das Tal genießen. Fest steht nämlich, dass es keine archäologischen Funde gibt, welche diese Fragen beantworten. Dass Jesus einen Gefolgsmann namens Philipp gehabt hat, wissen wir vor allem aus dem Johannesevangelium, welches detailliert zahlreiche Vorkommnisse über ihn enthält. So, als Jesus sich von seinen Aposteln verabschiedete, fragte Philippus ihn: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Man geht heute, zumindest in der historisch-kritischen Schule, welche meines Erachtens für die historische Sicht der Bibelquellen maßgebend ist, davon aus, dass diese dem Johannes als Verfasser zugeschriebene Biografie von Jesus, welche in das Neue Testament als Johannesevangelium aufgenommen worden ist,
Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus geschrieben worden ist, also nach der vollständigen Zerstörung von Jerusalem durch die Römer, zu einer Zeit also, als der jüdische militärische Widerstand der Zeloten gegen die römische Zentralmacht endgültig zerschlagen worden ist und man viel weniger Gefahr lief, bei der Erwähnung von Jesus in den Verdacht des Aufruhrs zu kommen. Doch da steht nicht, wo, wann und woran der Apostel verstorben ist, noch weniger, wo er begraben worden ist. Dazu muss man etwas ausholen. Wir wissen alle vom christlichen Märtyrkult her, dass sich das Christentum im Römischen Reich verbreitete und dass es auch wellenartige Phasen gab, während denen die Anhänger dieses neuen Ein-Gott-Glaubens von der römischen Staatsmacht aktiv und brutal verfolgt worden sind. Allgemein bekannt ist, wie der genuss- und verschwendungssüchtige Kaiser Nero die Christen als lebende Fackeln benutzte. Man hetzte sie gefesselt entweder auf Tieren, wie zum Beispiel auf Stieren, in den Tod, oder ließ Raubtiere auf sie los, beziehungsweise gab sie ihnen zum Fraß hin. Die letzte Phase fand während der Herrschaft von Kaiser Diokletian als Ober und Konstantin der Erste und Galerius als Unterkaiser statt. Das war in den Jahren 303 bis 311 nach Christus. Damals war das römische Kaiserreich eine Tetrarchie, das heißt mit drei regierenden Kaisern keine Monarchie, was definitionsgemäß nur einen Herrscher hat. 311 nach Christus erließ dann Galerius das sogenannte Toleranzedikt von Nikomedia. Nikomedia war damals seine Residenzstadt in der Nähe von Byzantium, das später in Konstantinopel, die Stadt Konstantins, umbenannt worden ist. Nach dem Sturz von Galerius zu Kaiser Konstantin I. einigte sich dieser mit dem neuen oströmischen Kaiser Licinius, das Christentum sowie andere Religionen im ganzen Reich zu tolerieren. Man spricht von der Mailänder Vereinbarung. Das Christentum war nämlich zu einer nicht mehr zu ignorierenden Kraft im Römischen Reich geworden, was man deutlich daran sieht, wie viele christliche Gemeinden Ende des 3. Jahrhunderts bereits schon gegründet worden waren. Dabei springt die Dichte gerade in Kleinasien besonders ins Auge. Konstantin I., nachdem er 324 sogar Alleinherrscher geworden war, baute, um nun das Kaisertum religiös neu zu legitimieren, die polytheistische Staatsreligion, welche die Kaiser wie Götter verehren ließ, zur monotheistischen christlichen Religion um. Man bezeichnet diese Phase des Beginns der legalen Christianisierung des Römischen Reiches als Konstantinische Wende. 325 rief er die Bischöfe in Nicäa, einer Stadt in der Nähe von Konstantinopel, zum ersten sogenannten ökumenischen Konzil zusammen, wo ein das Christentum spaltender Streit, der sogenannte christologische Streit, gelöst wurde. Die Mehrheit beschloss ein neues Glaubensbekenntnis. Jesus wurde nun ausdrücklich als Gott anerkannt in Wesenseinheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Damit wurde die sogenannte Trinitätslehre in den Rang des Glaubens erhoben. Der Streit aber, ob Jesus nur Mensch oder Gott war, war damit allerdings nicht endgültig beigelegt, sondern schwelte weiter. Aber der Nachfolger von Konstantin I., dessen Sohn Konstantin II., begann eine noch aktivere Christianisierungspolitik und verbot zum Beispiel den polytheistischen Kult vollständig. Im Christentum wurde der Kaiser nicht mehr als Gott verehrt, aber seine politischen und militärischen Leistungen mussten Erfolg haben, ansonsten bei den Gläubigen der Eindruck entstand, Gott sei nicht auf seiner Seite und er nicht an der richtigen Stelle. Dies ist, wie gesagt, der historische Hintergrund, welcher den Bau des Philippus-Komplexes ermöglichte. Aber dazu brauchte es einen Anstoß. Im 4. Jahrhundert, nach dem Gesagten wohl nach 311, erschien nämlich eine Schrift, die Akte von Philipp.
Der Autor ist nicht bekannt, weshalb man sie zu den Apokryphen, weil nicht in die Bibel aufgenommenen Schriften zählt. Diese Akte erzählt, dass Philipp der Apostel nach Hierapolis gereist, dort schwer gefoltert und zum Tode am Kreuz mit dem Kopf nach unten verurteilt worden sei. Diese Schrift fand zweifellos eine große Verbreitung. Doch schon im 3. Jahrhundert hatte der bedeutende Kirchenhistoriker und Kirchenvater Eusebius von Caesarea, der von ungefähr 260 bis 340 nach Christus gelebt hat, schon davon berichtet, dass eben der Apostel Philipp in Hierapolis gestorben sei. Das geschah mehr so nebenbei. Er zitiert nämlich in seiner Kirchengeschichte einen Brief, den gewisser Polykrates, Bischof von Ephesus, an den Bischof von Rom, Viktor I., geschrieben hatte. Darin weist Polykrates darauf hin, dass der Apostel Philipp in Hierapolis gestorben sei. Da Viktor I. von 189 bis 194 im Amt gewesen war, wurde dieser Brief wohl in dieser Zeitspanne verfasst, also gegen Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus. Damit gibt es zwei historische Quellen, welche für die damaligen Verhältnisse, als nur wenige das Zeitgeschehen niedergeschrieben haben, recht zeitnah Stoff über das Ende des Apostels Philipp enthalten. Man darf davon ausgehen, dass der Apostel wohl bis um die Mitte des 1. Jahrhunderts gelebt hat. Hinzu kommt ein weiteres Beweisstück, das zwar nicht direkt den Tod von Philipp in Hierapolis bezeugt, aber in diese Richtung weist. Dieses ist im Museum von Richmond, USA ausgestellt. Es handelt sich um ein ovales Siegel aus Bronze, worauf im Bildteil griechisch geschrieben steht Heiliger Philipp. Das Bild enthält eine Figur mit einem weiten Mantel, welche etwas Längliches in den Händen hält. Sie ist flankiert von zwei Sakralbauten mit säulenartig bestückten Fassaden und Kreuzen. Bei einer Baute ist das Kreuz auf einem Giebeldach, bei der anderen auf einer Kuppel. All das stimmt überein mit Philipp und den beiden Sakralbauten. Das Bild ist umrahmt mit folgendem Text, übersetzt vom Griechischen ins Deutsche: Heiliger Gott, mächtig heiliger Gott, unsterblich heiliger Gott, sei uns gnädig. Weil die Archäologen die Prägung des Siegels zeitlich in das 6. Jahrhundert nach Christus verorten, nehmen sie an, dass Philipp ein Stangenbrot mit den Händen hält und dass das Siegel sinngemäß die Funktion hatte, den Pilgern mitzuteilen, dass das Brot, das sie erwarben, den Segen des Apostels hatte. Damit ist auch anzunehmen, dass Hierapolis in dieser byzantinischen Zeit ein beliebter Wallfahrtsort für die Christen gewesen war. Wenn man die politische Entwicklung, die Akte von Philipp und die Kirchengeschichte von Eusebius in Betracht zieht, geht man meines Erachtens zu Recht davon aus, dass sich in Hierapolis die Gedenkstätte für den Apostel Philipp befindet. Davon geht unter anderem auch der ökumenische Patriarch von Istanbul, Bartholomäus I., aus, den wir während unserer Bildungsreise in Fanal in Istanbul besucht haben. Hier gibt er dem Philipp-Martyrium seinen Segen. Ob der Apostel Philipp auch in der gefundenen Grabstätte bestattet worden ist, nachdem er ja als Verbrecher gekreuzigt worden ist, oder ob sein Leichnam später dorthin überführt worden ist, das weiß man nicht. Der Bau der Grabeskirche und des Martyriums für den Apostel Paulus setzte sich mit der Christianisierung von Hierapolis fort. Es entstanden weitere Kirchen, wie zum Beispiel die Kathedrale im Stadtzentrum. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts von 379 bis 395 erhielt die Stadt eine wehrhafte Stadtmauer, die sogenannte Byzantinische Mauer. Erstaunlicherweise schützte sie nicht die Agora, den Marktplatz, und schloss sogar das Frontinus-Tor nicht mit ein. Doch in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts fiel auch das neue Hierapolis wieder einem Erdbeben zum Opfer.
die totale Zerstörung der Stadt führte zu ihrem Untergang, da sie nicht wieder aufgebaut wurde, sondern es folgte lediglich eine eher ländliche Besiedlung. Die Seldschuken, welche die Türkei islamisierten, errichteten im 11. bis 13. Jahrhundert einige Wehranlagen. Von der größten, die direkt am Abhang des Plateaus erstellt worden war, gibt es noch einige Ruinen. Der Rest liegt unter der Eisschicht. Mit der Zeit gab man die Stadt auf und sie geriet in Vergessenheit. Als im 19. Jahrhundert Reisende erste Berichte von Ruinen in Hierapolis veröffentlichten, nahm sich der deutsche Karl Humann der Sache an. 1898 veröffentlichte er einen wissenschaftlichen Bericht Altertümer in Hierapolis über seine Forschungen. Weiter engagierte er sich nicht, sondern konzentrierte sich auf Pergamon, dessen griechischen Altar er entdeckte, die Reste nach Berlin transportierte, wo er völlig rekonstruiert besichtigt werden kann. Ausgrabungen hier in Hierapolis wurden aber erst viel später wieder aufgenommen, und zwar von den Italienern. Als erster begann der Architekt Paolo Verzone, der Begründer der italienischen archäologischen Mission, mit den Ausgrabungen. Mit dem Martyrium von Philipp begann er und dann konzentrierte er sich auf die nördliche Nekropolis. Nach seinem Tod im Jahre 1957 setzte die Italienerin Daria de Bernardi Ferraro vom Polytechnikum Turin die Arbeit fort, mit Ausgrabungen am Großen Theater und der Frontinostraße. Von 1980 bis 1983 wurde der leider unschöne Museumbau in den großen Thermen errichtet. Gegenwärtig seit 1999 leitet der Italiener Francesco D'Andria die Ausgrabungen. Er grub den Apollo-Komplex aus, entdeckte 2011 das Philipp-Grab und 2012 das neue Plutonium.